So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stellaris Star Trek New Horizon Mod. Wir haben gerade beobachtet, dass die Klingonen hier ins Sona-Imperium einfallen. Und das finde ich irgendwie nicht so nice, weil das hat irgendwie sehr, will ich sagen, problematische Züge. Aber doch, finde ich kritisch. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. So, Beobachtungsposten, Forschungsposten. Dann hätte ich hier auch gerne nochmal einen Beobachtungsposten. Hier auch. Und eine Bergbaustation. Moment, was geht denn hier ab? My hat's ready. Ach, ja klar, die mag ich, die Saurianer. Okay. Schön. Das freut mich. Handelsverhandlungen? Was sind denn Handelsverhandlungen? Handelsverhandlungen finde ich auch ein nice Wort. Hier hätte ich gern die Legierung ausgebaut. Hier das. Hier hätte ich gerne erweitert. Und dann gucken wir mal. Vega Prime dürfen wir ja... Ja, genau. Die Stadtdistrikte werden gerade gebaut. Dementsprechend geht sie dann auch voran. Die Megaschmieden werden auch ausgebaut. Ich meine, die sind hier alle nicht besetzt, ne? Das ist natürlich traurig. Vielleicht gibt es aber auch eines Tages ein paar Flüchtlinge, die sich hier in so einen heiligen Grenzen mit einbringen wollen. Die Bolianer. Und das hier dürften... Ich suche gerade die Saurianer. Wo sind die Saurianer hin? Seid ihr die Saurianer? We are those who mark... Ich habe die Saurianer verloren. Die waren doch hier auch irgendwo, oder? Technology discovered. Ah ja. So, neue Forschung. Hier nehmen wir monatlichen Einfluss plus 1. Das klingt immer gut. Saurianer hin. Hier sind die Sindhi, das passt. Das sind hier die Miezekatzen. Die Miezekatzen führen Krieg gegen die Romulaner, was echt mies ist, weil die sich nach da ausbreiten. Die sind hier hinten, das ist okay. Aber die Saurianer müssten doch hier auch irgendwo sein. Ah, hier. Da. Wirtschaftspakt schließen. Jawohl. Forschungsabkommen schließen. Bitte gerne. Das werde ich hier unten. Gucken wir mal. Spionage. Die sind immer noch so stark. Bei den Klingonen hätte ich das aber trotzdem gerne nochmal. Wir klauen hier nochmal eine Technologie. Bei den Sonas würde ich das auch gerne nochmal versuchen. So, die Ferengi, da haben wir gar nichts positioniert, aber das ist ja nicht schlimm. Technology discovered. Neue Forschung. Nehmen wir Bergbaustation Geschwindigkeit, das passt. Verbesserungskosten Schiffe. Ah, führe mich nicht in Versuchung. Die rüsten wir auf. Die Orioner sind ja... Oha. Technology discovered. Neue Forschung.
Zeitkommandos finde ich immer sehr kritisch. Also so Zeitreise ist nicht meins. Wir nehmen die Phasenverriegelung. Die bringt mir mehr. Die verstehe ich wenigstens. Das ist wenigstens ein Konzept, was ich verstehe. Hier nehmen wir das Unterhaltungszentrum noch mit rein. Das würde ich sogar gleich bauen wollen. Es gibt Dienstleistung und Dienstleistung ist wichtig. Kardassianische Union hat begonnen. Kaitianische Union. Wer ist die Kaitianische Union? Bist du die Kaitianische Union? Nein. Bist du die Kaitianische? Nein. Okay. Irgendwas inhalieren die hier gerade und das mag ich nicht. Findet unseren Agenten. So, wir schließen jetzt diese Tradition ab. Log updated. Sekunde. Diese Ereigniskette wird nämlich gleich nochmal ganz eigenartig. Wir können Terraforming ausweiten. Galaktische Macht. Weltraumfestung. Unterhalt Sternbasen plus 15, minus 15%. Gebäudegeschwindigkeit. Modulbaugeschwindigkeit. Verbesserungsgeschwindigkeit. Ewige Wachsamkeit. Schaden Sternbasen. Rumpfstärke Sternbasen. Schaden Plattform. Kapazität Verteidigungsplattform. Das klingt schon sehr verlockend, ne? Aber galaktische Macht auch. Wir nehmen die galaktische Macht. Ich sehe mich da eher. So, Luna ist soweit auf einem guten Weg. Würde ich gerne noch ein Handelszentrum bauen? Und nochmal zwei Legierungsschmelzen. Genauso wie eine Zivilindustrie. So, das sieht schön aus. Meine Flotte. Kann ich die jetzt hier... Ja, guck mal, die kann ich zusammenlegen. Und die wird nach hier beordert. Sehr, sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich hier mein Megabauwerk schon fertig? Kontakt wiederherstellen. We will not tolerate zustimmen. Espionage. Sekunde. Ich brauche hier... Genau. Bauen wir auf aus Stufe 2. Der hat hier hinten gerade nichts mehr zu bauen. Verstanden. Der wird geupgradet. Der kann sich mal hier oben mit positionieren. Weil der geht auch zum Upgrade. Technology discovered. Neue Forschung. Ja. Ja. Weiter so. Verhandlungen fortsetzen. Ich hätte gern die neuen Triebwerke. Utrellium-Panzerung. Moment, Sekunde. Energie-Credits. Wir haben kein Pergium mehr. Dann würde ich das gern ersetzen durch... ein normales Kraftwerk. Dann sparen wir uns nämlich Pergium und dürften trotzdem Energie produzieren. Dann dürften beide wieder einigermaßen brauchbar sein.
Technology discovered. Hier Oriona können wir weglassen. Die sind so gut wie erledigt. Die sind eigentlich keine Gefahr mehr. Befehlslimit Flotte würde ich gerne nochmal ausbauen. Einfach für größere Einsätze. Hier die das Grenzkrankenhaus und die zwei Forschungsstationen möchte ich ausbauen. Ich denke, das macht Sinn. So. Schön. Ich finde, wir sind schon wesentlich sicherer als vorher. Technology discovered. Oh, 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 oh. Phasenverriegelung. Hätte ich gern verbesserte Hüllenschäden. Technology discovered. Hätte gern eine neue Forschung. Computerpfadtheorie der Materie. Hier, Produktion, Forschungsstation, plus 10%, das nehme ich definitiv mit. Bruder, das sage ich doch nicht, nein. Hier kommt das nochmal mit rein. So, auch sehr schön. Was haben wir hier? Was? Das kostet uns 10, aber Leute, seid ihr bekloppt? Das wird ersetzt. Ships upgraded. Durch Pergium-Kraftwerk zum Beispiel. Mein Gott, seid ihr alle schwer vom Begriff. Meine Fresse. Ah, oh, die neuen Antriebe werden so geil, da kommen wir einfach schneller voran als die anderen. Und das fände ich supidupi. Das Spezialprojekt. Ob es die Flotte hier schaffen wird? Stimmt, oder? Mal, dann schicken wir die erstmal hier hin. Und dann kann ich doch... Galaktischer Mark... Ach nein, haben wir verkackt. Schade. Construction complete. Wobei, nein, wir sparen uns unsere Flotte. Auch wenn ich es gerne hätte. Aber nein. Hier kommt nochmal ein Torpedowerfer rein. Hier hätte ich gerne... Technology discovered. Zentrales Netz. Und hier würde ich jetzt gerne auf monatliche Einigkeit. Theorie des Imperiums. Pfad der Genetik. Machen wir das hier. Imperial klingt jetzt erstmal schlimm. So Star Wars und so. Ist es aber gar nicht. Ist ganz toll. Klingonisches Reich Forschung akquiriert. Sehr geil. So mag ich das. So mag ich das, wenn alles funktioniert. Explosion detected. Log updated. Ich hätte hier gerne nochmal ein Handelszentrum. An alien empire is making contact. Was ist hier los? Das erforschen wir mal kurz. Das Problem hier unten. Initiating communications. Special project complete. Enough purge the program. Koalitionsgründer, okay, das klingt wild. Das klingt sogar sehr wild. Bisschen zu wild, wenn ihr mich fragt. Sonas Kommando Forschung akquiriert. Neuer Symbionten wird. Okay, cool. Ich will die Trille eigentlich bei uns in die Föderation mit aufnehmen. Wir machen bald eine neue Dreijahresmission. Und ich würde sagen, wir senden einen Wissenschaftler.
zwar dürfte ja dieses Schiff gerade aufgerüstet worden sein. Da schicken wir gleich mal los. Das andere Schiff wird aufgerüstet. Technology, das hat eine veraltete Technik. So, entweder wir nehmen Dilithium oder Bergbau. Ships upgraded. Nehmen wir das, das sieht nett aus. Habe ich jetzt gerade ein Schiff in der Nähe? Ich hätte ein Schiff in der Nähe. Die würde ich aber gerne updaten. Je nachdem, wie schnell die sind, passt das dann auch schon. Die wird auch geupdatet. Die hier auch. Schön. So muss das, Freunde. So muss das. Ships upgraded. Ships upgraded. Hier hinten wird gerade sehr viel Krieg geführt. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Eine neue 3-Jahres-Mission. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hier hätte ich ja eigentlich gerne die Deep Space Station gebaut. Bringt uns aber gerade nicht viel. Fehlt uns immer noch 5000 Legierung. Das mit der Legierung, dass das nicht besser hinhaut, macht mich ja so ein bisschen fertig, ne? Da wäre ich gerne besser aufgestellt. Viel schlimmer ist, dass ich auf dem Gem einfach ein Polizeisystem brauche, weil die so aggro sind. Halt, Moment, jetzt habe ich zu viele Fenster offen. Überprüft die Beitrittsgespräche. Ja, hier machen wir weiter. Forschung ist abgeschlossen. Und da hätte ich gerne... Ja, komm, machen wir das. Will ich eigentlich gar nicht, aber was soll's. Archäologie, Gesellschaftspfad, Landwirtschaft, Bildung, Zentrum für Anomalieuntersuchungen. Gut, machen wir das. Hilft ja alles nicht. Tycho City ist aufgebaut worden, ausgezeichnet. Die hier werden nochmal geupdatet. Ships upgraded. Sehr schön. Und dann wird Dr. Phlox in diese Region gesendet. Ich hätte gerne in jeder Region nämlich ein Forschungsschiff im Anschluss. So, die werden auch geupgradet. Wunderbar, die bleiben da stationiert. Hier haben wir Archer. Zack. Wir senden wieder ein Wissenschaftsschiff. Und zwar haben wir ja jetzt theoretisch den können wir dahin schicken. Aber vorher wird er nochmal geupgradet. Ships upgraded. Der dürfte jetzt, jawohl, auch bessere Sublichtaggregate haben. Special Project Impuls. Complete. Uncharted Space. Oder Deep Space. Und ein Expedition. Send Expedition 2. Wir nehmen 2. Uncharted Space. Vielleicht kriegen wir neue Sachen mit oder so. Relikte, das wäre ja auch ganz cool. Einziges Manko, was ich in der Mod wirklich habe, ist, dass sie so komplett auf Englisch ist. Weil für jemanden wie mich, der halt ungern Englisch liest oder sehr viel liest, ist das Spiel ein bisschen... Construction complete. Wow. Hier die Xinti, die sind ja so richtig im Eimer. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch schon mal so an die ein oder andere Constitution Class denken. Technology discovered. So, da brauchen wir neue Forschung und da würde ich sagen, ja, hier tragbare Phaser,
Gefängnis Hauptquartier, kultureller Platz Besatzungsquartiere. Werkzeuge des Krieges. Kultureller Platz. Ja, komm, machen wir das. Das passt schon. Was kann ich hier Hübsches bauen? Crossfield. Die Crossfield ist aber tatsächlich... Sekunde, wie stark ist die? Ba-ba-ba-ba. Schaden 318. Die Constitution macht 334. Die Nie mit so 321. Wenn ich jetzt so drei Constitution Class mit so ein paar Shepherd Class losschicke... Ja, ich weiß, ist jetzt nicht so das Wahre. Aber mein Gott, was soll ich denn... Was soll ich denn tun? Freunde, was soll ich tun? Kann ich hier vielleicht... Ich frage für einen Freund... ersetzen? Durch Legierung? Okay... Außerweltliche Gießerei. Na gut. So, da bin ich wieder auf den falschen Knopf gekommen. Ich würde jetzt gerne erstmal hier das hier fertig machen. Verbesserungskosten Sternbasen. Leben Verteidigungsarmee. Schaden, Orbitalbombardierung, Erhalt Kriegsmüdigkeit 25%. Einflusskosten, feindliche Ansprüche. Baugeschwindigkeit während Verteidigungskrieg, Schiffe plus 33%. Ich würde jetzt das hier gern zu Ende machen. Special Project complete. Oh, Diplomatic Federation Escort. Updated. Das würde ich gerne erforschen, danke. Ach ja. Okay, da kann ich nicht upgraden. Die Föderation wurde stärker, ist das nicht schön? Das Einzige, die Romulaner machen momentan ein wenig Angst, ein wenig Sorge. Ich würde tatsächlich die neuen Constitution-Class-Schiffe eher so hier stationieren. So, wir machen jetzt momentan Pergium plus 2. Das sieht gut aus. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, wir haben schon mal 1000. Das ist die Shepherd-Class. Vielleicht noch mal eine raushauen. Das Klingonische Reich hat ihr Certus, das da. Ein Handelsembargo. Technology discovered. Es wird Krieg geführt, um ein Handelsembargo zu fordern. Mit, ach, die sind sowieso schon im Eimer. Sekunde. Dann müssen wir nicht noch nachtreten. Ikonien Forschungsstätte. Verwaltungslevel plus 10. Pyramide der planetaren Verteidigung. Das klingt eigentlich ganz gut. Wir nehmen das. Und wir haben Infrastruktur Großprojekte, Schiffsdesign. Sieht gut aus. Ja, Fusionstorpedo. Nee, sehe ich noch nicht. Machen wir jetzt erstmal das. Ich finde, das wäre jetzt gerade eher so unser Metier. So. Wir machen aber auch irgendwie nicht wirklich mehr Umsatz oder so. Ne, also gerade so was Legierung angeht, stagnieren wir momentan so ein bisschen. A member world has reached. A new level. Das ist geil. Trefferpunkte Schilde plus 10.
Prozent. Nehmen wir. Finde ich gut, nehmen wir. So, ansonsten habe ich jetzt auch nicht sehr viel. Das ist immer noch das, das ist das. Was haben wir hier? Düngesammler, Geothermiewerk. Terraform, und zwar in... Kann ich nicht, weil ich keinen Weltenformer-Aufstiegsvorteil habe. Verflucht! Aber da würde es nochmal Energie und Düngesammlung geben. Das fände ich jetzt auch nicht schlecht. You will pay the price. Die sind feindlich, da würde ich gerne mal die Rivalität erklären. Die sind uns ebenbürtig und spionagetechnisch komme ich da einfach nicht durch. Und zwar würde ich da jetzt gerne mal verfügbare Gesandte, Einsatzschwierigkeit minus 3, Einsatzgeschwindigkeit plus 10%, Grundinformationsstufe plus 15. Nehmen wir das. Informationsquarantäne. Freidenkertum kann ich fördern. Das ist natürlich nett. Lead Focus. Okay. Bildungsreform, Erfahrungszuwachs. Start the Rescue. Thank you. Sehr nett. Ökologische Kampagne. Überprüft die Beitrittsprozesse der Bullianischen. Hast du nicht gesehen? Verfügbare. An alien empire is making contact. Gut. Kommen wir jetzt hier ein bisschen voran. Die sind sehr stark. Auswirkungen auf uns. Maximale Infiltrationsstufe minus 40. Die sind halt besser als wir. Das ist doof. Finde ich nicht geil. Warum ist das so? Warum machen die denn sowas? Finde ich nicht gut. Ach, verdammt. Aber wir sind hier auf dem besten Weg. Hier nochmal abzugraden. Technology discovered. So, jetzt können wir hier Abtragen der Bergkette. Ja gut, Berge stören halt öfter mal. Wenn die im Weg sind, machen wir sie einfach weg. Das finde ich gut. Koloniales Büro für Strafwissenschaften. Recht und Ordnung. Pfad der Genetik. Werkzeuge des Krieges, nehmen wir das. Ich habe nämlich Angst, dass da ein Krieg auf uns zukommt. Und ich kann die Romulaner absolut nicht einschätzen, allein von der Technik her. Die haben hier Flotten, die haben Flotten, aber die sind jetzt auch nicht so das Wahre, ne? So, wir haben hier eine Constitution, 3 Shepherd Class. Da kann der Admiral hier gerne rein. Schiffswerft. Vielleicht noch 2 Units dazu. Nee, wir brauchen wirklich 2 von denen hier. Das macht sonst alles keinen Sinn. Das ist ja doof. Das wäre ja sehr doof. Neue Phaser. Na, da lasse ich mich doch nicht zweimal bitten. Salven Phaser Mark 2. So mag ich das. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist mehr hiervon. Zack. Dann kann ich hoffentlich nochmal 2 Constitution Class. Sehr geil. Forschung. Klasse Shuttle. Machen wir Minensucher. Warte mal, Bergbaustation, Hüllenstärke. Okay. Das wird mir auch nicht sehr viel weiterhelfen, wenn ich ehrlich bin. Die werden dann trotzdem gegenballern ohne Ende.
Technology discovered. Wir nehmen die Forschungsstätte. So. Pendomar-Staaten haben Frieden geschlossen. Mission geht weiter. Uiuiuiui. Und wir gucken nochmal hier in die. Scout-Schiffe. Deep Space. Die Buckingham. Die hätte ich auch gerne etwas besser ausgerüstet. Da hätte ich einfach gerne mal ein bisschen mehr Pep hinter. So. Da haben wir das und das. Dann können wir hier nochmal 1 und 2. Warum habe ich hier Agrikultur? Ich habe nicht ein bisschen Agrarwirtschaft hier. Sollten wir da nicht lieber auf Forschung oder so gehen? Ich frage für einen Freund. Dann lassen Sie lieber auf Universität gehen. Das passt schon. Und hier haben wir noch einen Handelsposten. Das hier, Congratulations. Finde ich auch sehr kongratulationsmäßig. Unterhaltungszentrum, auch sehr wichtig. Und noch ein ziviles Industriegebäude. Währenddessen ist die Forschung abgeschlossen und wir können uns auf die Lithiumkristallmine konzentrieren. Hier brauchen wir nochmal. Achso, Stadt ist schon im Gange, das gefällt mir. Aber hier brauchen wir nochmal 2 Städte. Technology discovered. Und hier brauchen wir definitiv eine Polizeistation. Sonst sind wir sehr im Eimer. Kommerzieller Komplex. Ja, nehmen wir erstmal das. Ungewöhnlicher Asteroid. Entsenden Sie eine Erkundungsmission. Und die hynochianischen Pocken sind ausgebrochen. Bitte einmal markieren, danke. Hab verstanden. Ja, machen wir auch bald. Setzt einen Kurs nach Ferengina. Log updated. Sekunde, wir brauchen die Enterprise. Das war, hat ein Forschungsschiff, ein Militärschiff, eine 3-Jahres-Mission. Sekunde, das ist die hier. Das ist okay. Jetzt haben wir hier bestimmt noch 3-4 andere Sachen. Genau hier, Spezialprojekt. Da können wir Dr. Phlox hinschicken. Und die können nach Ferengina. Warum habe ich denn keinen Wissenschaftler hier? Was soll denn das? Ist ein Trill. Den nehmen wir. Der ist cool. Der ist solide. Der passt schon. Dann dürften wir die 3 Sachen erstmal abgedeckt haben. Nicht wahr? Los geht's. Mir gefällt nicht, wie weit sich die Dingonen hier ausgebreitet haben. Long updated. Eine Rettungsmission? Ich bin sehr misstrauisch gerade. Technology discovered. So. Beitrittsgespräche. Wir heißen Sie gerne bei uns willkommen. So, jetzt brauchen wir wieder eine Sekunde Zeit hier. Sekunde, Pause, Pause. Wir kommen auf der Erde. Neue Forschung. Trägheitsdämpfer annullieren. Dementsprechend haben wir auch wieder neue Planeten. Ja? Uiuiuiui. Oh, Tritium-Bergwerk. Nehme ich. Unterhaltungskomplex.
Pergium-Bergwerk, dann können wir auch ein Pergium-Kraftwerk bauen und gleich noch eins. Und ein Handelszentrum. Und würde hier sagen, dass wir planetares Wachstum fördern. Hier können wir planetares Versorgungsdepot bauen. Auch sehr nice. Trellium-Bergwerk und Haltungskomplex. Je mehr Ressourcen wir haben, desto besser ist das. Das ist so eine prinzipielle Regelung. Ne? Ich denke, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Legierungsschmiede bauen wir noch 3 Stück. Was können wir hier noch bauen, was die nicht wussten, was sie bauen können? Wir gucken einmal durch. Trellium-Bergwerk, Unterhaltungskomplex. Dann würde ich auch gerne hier nochmal planetares Wachstum fördern. Was würde ich gerne noch? Kraftwerk, Kraftwerk, Kraftwerk. Das, das, das und das. Gucken wir, was die hätten hier bauen können. Oh, Versorgung, Flottendepot. Haltungskomplex. Ja, Zivilindustrie. Und ich würde gerne noch Handelszentrum und 2 davon. Hier bauen wir erstmal 2 Städte. Dann ein Heimatmuseum, Grenzkrankenhaus, Handelszentrum. Was haben wir noch zur Auswahl? Trellium-Bergwerk, 2-mal. Die haben aber auch so viel geilen Stuff, ne? Ein Unterhaltungszentrum kommt noch dazu. Und später noch ein Flottenversorgungsdepot. Dass die alles so einen geilen Mist haben. Ist das geil. Genau, die Arbeitslosigkeit wird dann auch geregelt, wenn wir das hier erstmal haben. Das Heimatmuseum würde ich eins höher stufen. Wobei, nee, wir nehmen das Grenzkrankenhaus. Und dann kommt die Stadt, genau. Eigentlich macht das durchaus Sinn. Wir gucken uns jetzt hier nochmal die Stationen an. Hier hinten zum Beispiel. Die würde ich gerne verbessern. Hier würde ich gerne einen Phaser haben. Auch verbessern. Auch hier hätte ich gerne einen Phaser und auch hier würde ich gerne verbessern. Hier hätte ich gern einen Phaser. Auch hier würde ich gerne verbessern. Und hier hinten hätte ich gerne verbessert. Damit das hier ist auch natürlich. Warum auch nicht? Zack, Torpedo. Hier hätte ich gern ein privater Auftragnehmer, orbitales Krankenhaus und verbessert. Ich habe nämlich Sorge, dass das Romulanische Reich hier hinten sehr aktiv wird. Weshalb wir nämlich gleich die Constitution Class Flotte in die andere Richtung schicken. Der hier wird auch verbessert. Wobei Archer könnte gleich mal Spezialprojekt hier erforschen. Vielleicht brauchen wir die Constitution Class Schiffe noch schneller als wir dachten. Initiating communications. Jawohl, zustimmen. Zustimmen. Die Saurianer, die waren ja hier. Sehr freundlich, glaube ich, euch kennenzulernen. Und die sind alliiert mit denen da hinten. Forschungsabkommen anbieten, bitte gerne. Je mehr starke Verbündete ich habe, desto besser. Medizinischer Fortschritt ist jetzt für die Forschung verfügbar. Ja, sehr geil. This is a concern. Okay.
bin verwirrt. Wir werden uns definitiv nicht ergeben. Widerstand ist zwecklos. Was soll der Quatsch? Oh. Wo kommen die Borg jetzt her? Warum habe ich denn eigentlich immer nur so komische Probleme? Aber ich sehe gerade, ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Was es mit dem Borg auf sich hat, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lebt lang und in Frieden und Widerstand ist zwecklos, muss ich jetzt noch mit dazu sagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.